Das Thema von heute ist die wichtigsten Grundlagen bei den Namen und Eigenschaften von Allah. Es soll ein ganz kurzer Vortrag sein, denn der Prophet a.s. hat meistens immer alles kurz und bündig gemacht. Es gibt keine Überlieferung, wo er einen Vortrag von 1,5 Stunden gemacht hat oder ähnliches. Was sind die wichtigsten Grundlagen, die wir beachten müssen, wenn wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich im Koran oder durch den Propheten in der Sunna beschreibt, eine Eigenschaft zuschreibt, einen Namen zuschreibt. Erstens, wir müssen verinnerlichen, dass die gewaltigste Eigenschaft der Gläubigen oder eine der gewaltigsten Eigenschaften der Gläubigen ist, dass sie an das Verborgene glauben. Und wenn Allah uns von sich selber berichtet, dann ist das der Glaube an das Verborgene. Allah sagt im Koran in Surah Al-Baqarah, ganz am Anfang, Allazina yu'minuna bil-ghayb, die, die an das Verborgene glauben. Das heißt, wir glauben dran. Allah hat gesagt, Allah hat sich beschrieben, Allah ist der Allwissende, wir glauben daran. Punkt Nummer 2, wir müssen wissen, dass es nach der arabischen Sprache zu verstehen ist. Inna Allah sagt in Surah 43, Vers 2, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiya. Wir haben ihn zu einem arabischen Koran gemacht. Warum sagt Allah uns das? Wir wissen doch, dass es arabisch ist. Um dann nochmal darauf einzugehen. Bei der Interpretation des Korans, beim Verständnis des Korans, halten wir uns an der arabischen Sprache auf. Drittens, wir dürfen kein Tamthil und Tashbih machen. Das heißt, Allah nicht mit seiner Schöpfung verähnlichen. Allah sagt beispielsweise in Surah 42, Vers 11, Laysa kamithli shay. Nichts ist ihm gleich. Er ist der Allhörende, der Allsehende. Das heißt, Allah beschreibt sich mit der Eigenschaft des Hörens, Allah beschreibt sich mit der Eigenschaft des Sehens, aber mit dem Filter, nichts ist ihm gleich, nichts ist ihm ähnlich. Viertens, wir machen kein Takif, wir geben nicht irgendeine Beschaffenheit aus unserem eigenen Kopf heraus. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Surah 7, Vers 33, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Das heißt, Allah zählt, ihr könnt das selber nachlesen, Surah 7, Vers 33, viele Sünden auf. Unter anderem Mord, unter anderem Übertretung und so weiter. Und dann am Ende den Schirk, dass man Allah jemandem beigesetzt, wozu er keine Erlaubnis herabgesandt hat. Und dann danach sagt er, und dass ihr über Allah sagt, was ihr nicht wisst. Und etwas über Allah sagen, was wir nicht wissen, ist, ihm eine bestimmte Beschaffenheit zu geben. Weil Allah ist über unserer Vorstellungskraft. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir nehmen es einfach so, wie es im Koran steht. Wir glauben daran, bestätigen es, ohne es mit der Schöpfung zu verähnlichen oder ohne Takif zu machen. Genauso ist es, dass man es nicht metaphorisch umbeschreibt, weil das würde auch hier drauf zutreffen. Wenn wir keinen Beweis dafür haben, dass mit dem, was erwähnt wurde, etwas anderes gemeint ist, als was dort steht, haben wir kein Recht, es umzudeuten. Denn Allah sagt, وَانْتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, dass ihr über Allah sagt, was ihr nicht wisst. Und dann sagen wir etwas über Allah, was wir nicht wissen. Es gibt Dinge, wo der Prophet klar gemacht hat, was mit bestimmten Dingen, bestimmten Eigenschaften, die erwähnt wurden, gemeint sind, ist direkt oder indirekt. Ja? Dann sagte der Prophet, Man qala fi Qurani birahi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wer über den Koran mit seiner eigenen Meinung spricht, der wird seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Das heißt, du kannst nicht sagen, wenn Allah sagt, Ar-Rahman al-Arsh istawa, Allah hat sich über den Thron erhoben, das heißt nicht istawa, das heißt istawla. Das heißt, er hat ihn erobert. Du hast jetzt gerade was gemacht? Wantakudu ar-Allah ma'la ta'lamun. Du hast gerade über Allah etwas gesagt, was du nicht weißt. Du hast gerade etwas erfunden. Über den Koran. Man qala fi Qurani birahi, faqad kafar. Wer über den Koran mit seiner eigenen Meinung redet, hat Kufr begangen. Man qala fi Qurani birahi, fa in asaba qad akhta. Wer über den Koran redet mit seiner eigenen Meinung, selbst wenn er richtig liegt, so hat er eine Sünde begangen. So hat er einen Fehler begangen.
Bürgerland aller Rechtlein. Das war ein Kurzvortrag zu diesem Thema. Diese fünf Punkte. Erstens, Glaube an das Verborgene. Zweitens, nach der arabischen Sprache. Drittens, kein Tamthil und das Spiel. Viertens, kein Takif. Fünftens, keine Interpretation nach eigener Meinung. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.